Was geht ab? Ich habe mir gerade das Battle March Madness 2 reingezogen. 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Nika gegen MFL, Leanders gegen Little Cello. Gegen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich war eine halbe Stunde super unterhalten. Es war eine geile Energie. Ich würde jetzt mal meine 2 Cents dazu abgeben. Will aber auch nicht den Rahmen sprengen hier. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht mit Dingen, die mir gefallen haben. Aber ich sag mal ganz, ganz kurz und knapp, was mir allgemein aufgefallen ist. Es gab in jeder Runde Top-Konter und ich glaube sogar von jedem. Da war ich wirklich beeindruckt. Die Energie hat mir sehr gut gefallen, der Humor bei allen Seiten. Hin und wieder fand ich es ein bisschen zu gewollt edgy. Für mein Geschmack. Ich finde das Auftreten von MFL sehr nice. Und ich fand, der war auch derjenige, der so den Space am meisten genutzt hat bei einem Vierer-Battle, sag ich mal, alle gegen alle, finde ich, ist es sehr wichtig, noch wichtiger als bei einem 1 gegen 1 den kompletten Raum irgendwie zu nutzen, weil man approacht 3 Leute. Dementsprechend ist auch mehr Platz und er ist der Einzige, der auf die Leute zugegangen ist und auch in der Mitte den Platz genutzt hat, fand ich herausragend. Nika fand ich auch, glaube ich, bisher das Beste, was ich von ihr gesehen habe. Einfach gute Punchlines auf den Punkt gebracht. Frech, nicht zu edgy, das fand ich bei Little Cello und bei Leanders hin und wieder. Da ging es mir so ein bisschen over the top, aber das ist natürlich auch nur mein Filter. Wie das so ist, ja, und sonst habe ich mir hier noch Lines aufgeschrieben, aber so tief will ich jetzt gar nicht reingehen. Ich habe mir in jeder Runde von jedem hier nochmal ein paar geile Lines rausgeschrieben, aber ich sag mal, bei Nika fand ich am besten das Stotterding gegen Sedo mit dem nicer Arsch, das fand ich sehr lustig. Bei MFL fand ich den Konter sehr gut auf die Line von Nika, dass MFL sich vor Nika stellt, bla bla. Und MFL sagt, ich mach Platz, scheiß drauf. Fand ich super. Leanders, Woke Maulende Myrte, fand ich so die herausragendste. Obwohl er die Treppenschubs-Line fand ich besser. Und Little Shadow fand ich das Ghostwriter-Team von Mars B's Persönlichkeiten ist ein Ghostwriter-Team, fand ich sehr gut. Und er hat was von Schnurrbartzwirbeln gesagt, aber da will ich jetzt mal die ganze Sache hier unterbrechen. Ne? Bis dann. Ja, der Fatal 4-Way, ganz wilde Idee. Props an die Liga dafür auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht zuzugucken. Props an die MCs. Dafür, sich da in einen Kreis mit 4 Leuten zu stellen und jeder schießt gegen jeden. Ist auf jeden Fall safe auch nochmal was anderes. War ein krasser Clash of Styles, also alle sehr unterschiedlich, trotzdem auf ihre Weise sehr unterhaltsam. Nika direkt krass eingestiegen in der ersten Runde mit dem Freestyle-Konter, mit dem Umschnall-Dildo. Viel Gegnerbezug gehabt, gut Sadosexismus hervorgehoben, weil es tatsächlich gepasst hat, weil er wirklich sehr oft das Wort Fotze gesagt hat. Für meinen Geschmack ein bisschen zu oft, aber er hatte definitiv auch sehr lustige, geile Sachen. Die Söder Reptilien-Line war nice oder die Gebärmutter-Goblin-Line, auf jeden Fall auch kreativ. Leanders ist auf jeden Fall auch sehr durch seine kreativen Lines aufgefallen. Beispielsweise die Machine Gun Kelly Geburt oder Woke Maulende Myrte. Fand ich auf jeden Fall auch sehr dope. Und bei MFL fand ich die 2. Runde am besten. Genau, die hat sich für mich hervorgehoben. Und ja, insgesamt stabile Leistung von allen. Und gerne mehr davon. Yo, hallo YouTube, hallo Future of Battle Rap. Mighty P ist hier am Start und ich habe gerade Einblicke in das Fatal 4-Way Match vom Event bekommen. Nika, MFL, Leanders und Little Sedo. Vorweg muss ich glaube ich sagen, dass es ein Konzept ist, das auf jeden Fall funktionieren kann. Für mich persönlich hätte es aber ein bisschen mehr Tiefe gehabt, wenn die Reihenfolge sich in den Runden geändert hätte. Also der immer gleiche Uhrzeigersinn hat wahrscheinlich die ein oder andere Gelegenheit für gute Konter genommen.
Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich vielleicht in Zukunft anders machen würde. Zu den einzelnen Protagonisten kann man, glaube ich, sagen, dass aus meiner Sicht Leanders der Schwächste war, was die Performance angeht. Es wirkte runtergesprochen, es wirkte nicht so energisch, wie MFL und Sedo an manchen Stellen waren. Bei Sedo hatte ich das Gefühl, streckenweise unfreiwillig komisch zu sein, aber trotzdem in gleicher Linie sehr unterhaltsam zu sein. Das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn manche Lines ja, Geschmackssache sind, unterhalten was trotzdem. Wenn ich da jetzt so einzelne Punkte vergeben müsste, ich würde jetzt mal kurz zusammenfassen, Performance, Inhalt, das sind so die beiden Punkte. Da würde ich, glaube ich, ich muss mir ein drittes Kriterium aussuchen, damit ich es an einem Sieg, damit ich dann Sieger ermitteln kann. Also Performance, Inhalt, auf jeden Fall Nika ganz vorne mit schon 3 Punkten, wobei ich das dritte Kriterium noch nicht weiß. Präsenz allerdings, oh, ich mach's anders. Ich gebe Leanders jeweils 1 Punkt für Inhalt und Performance. Ich gebe Nika 3 Punkte für ihre inhaltliche Leistung und 2 Punkte für die Performance. Bei MFL und Sedo würde ich eher 2 Punkte für die Performance geben. Beziehungsweise MFL sogar noch vielleicht einen kleinen Punkt abziehen, weil er stark angefangen hat und mit der Zeit abgebaut hat und die Defense teilweise sehr, für meinen Geschmack, unangebracht war. So, mir hat es einfach nicht gefallen. Deswegen würde ich wahrscheinlich Nika im Gesamtbild vorne sehen, gefolgt von trotzdem MFL, Sedo und dann Leanders. Ich finde aber, es war ein cooles Konzept, das war sehr erfrischend. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei einzelnen Paarungen, bei 1 gegen 1 Matches mehr in die Tiefe gegangen hätte, wären können. Gerade bei MFL und Leanders hatte ich das Gefühl, dass die sich ein bisschen mehr zu sagen hätten, aber im Großen und Ganzen waren alle 4 sehr unterhaltend. So, auf jeden Fall ein interessantes Battle-Konzept. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Guckt euch den Rest an. Abonniert irgendwo oder liked oder was auch immer. Peace.